Ne, du bist dran. Ich mache es mal so. Ja, pick mal ruhig Leona, das ist cool. Und ja, das ist halt das Festhalten ist so. Also du musst halt. Ja, ne, wir ziehen es jetzt wieder mit der klassischen Kommando. Sorry wegen der Eintönigkeit, aber ich will jetzt mal gucken, wie viel ich, falls wir jetzt gewinnen bei, also beim nächsten Sieg, wie viel ich da bekomme. Vielleicht springt dann die Punktanzahl nochmal etwas in die Höhe. Alles super. Yeah! Jawohl, da sind ja alle beruhigt, wenn jetzt alles leckfrei ist. Ich krieg gerade die Frage, Kev, du willst die Rechte? Kev, du musst mal was schreiben und du musst mir sagen, wer du bist. Ja, Kev ist Gotti 255, da kann ich dir sagen. Ah, hier. Oh, ich bin so blind, ey. So. Das Witzige ist, dass man auf OP stellen muss. Aha, OP, ja. Kev OP. Kev OP. Okay, manchmal dauert das ein bisschen. Jeder das richtig. Ja, das war ja bei mir auch so. Das dauert immer ein bisschen. Malphite. Okay. Der Malphite Top wird. Ist, glaube ich, ein ganz guter Pick. Gegen den Aatrox. Zumal er ja alles von ihm so unterbrechen kann. Also, ja, das mit dem Hochspringen ist ja bei ihm der Kracher so. Da kann einfach Malphite wirklich entspannt drauf abwarten und ihn dabei abbrechen. Das schafft jeder. Ich habe nur Bedenken auf unserer Lane selbst. Ja, ich habe auch überhaupt keinen Bock auf Zyra. Die hasse ich wie die Pest. Die stinkt. Ich muss die mal üben, bin ich ehrlich. Ich muss die mal so ein bisschen trainieren. Ja, die kannst du aber auch nicht mit jedem Carry spielen. Also ich weiß nicht, ob mit einer Ashe finde ich jetzt nicht so geil eigentlich. Also ich finde, du musst die dann schon mit so einem Burst-Carry spielen, wie Graves oder ja, du musst die mit irgendeinem dicken Burst-Carry spielen. Ezreal geht eigentlich auch noch klar. Das Ding ist, dass sie ja alleine erstmal genug Schaden macht. So. Psycho-Tompton. Auch Malphite mit Teleport ist auch ärgerlich. Er kann sich ja, glaube ich, auch zu den Pflanzen porten. Ja, das geht. Ja. Das Geilste war immer noch, was ich gesehen habe, wo, ich denke mal, das Video kennst du bestimmt auch, wo die sich alle zu Zack seinen Bubbles porten. Ja, wo der sich töten lässt beim Blue-Buff. Ja, das ist auch so geil einfach. Fand ich auch so lustig. Nein, das sieht man ja auch teilweise. Also auch wenn das Objekt verschwunden ist, portet er ja durch. Naja. Das finde ich ganz schön abgefuckt. Und ich glaube, es ist sogar unverwundbar, das Ding. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht. Das ging ja auch früher mit Shen und Evelyn. Mit wem? Evelyn war unsichtbar und Shen ist auf die unsichtbare Eve geportet. Und da war das ja noch so, dass die Eve komplett unsichtbar blieb, weißt du? Also auch wenn die neben Gegnern stand. Und dann stand auf einmal der Shen da. Na, oder so eine gestörte Kombo war auch einfach Twitch unsichtbar und Powerball von Orianna auf ihn. Und, ja. Er krabbelt ins Team. Und dann, boom! Genau. Also er stirbt natürlich sofort so, wenn die den Burst überleben. Aber die Idee ist doch geistesgestört. Einfach ja, nur, hey, ich bin gleich da und töte dich. So, aber eigentlich ist unser Team-Setup nice. Also wir müssen jetzt wirklich uns super konzentrieren, was die Botlane angeht. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, finde ich. Ja, deswegen habe ich auch Ezreal genommen, weißt du, gerade gegen Ahri und, und auch Evelyn, weil Evelyn, die ist ja immer so sneaky, kommt die aus dem Wald angerannt, da ist das glaube ich schon gut, wenn ich einen Carry mit Escape habe, wenn ich da jetzt nochmal Twitch gespielt hätte oder Varus oder sowas, dann ja, die hätte ich getreten und hättest du auch große Probleme gegen Zyra, aber da kannst du vielleicht noch mit dem E ganz gut dodgen, das war anstrengend, so, und Mana-lastig und auch Last-Hit-technisch dumm, aber besser als sterben. Ich werde jetzt auch, glaube ich, nur Pink Wards holen. Und einen normalen. Einfach nur für die Lane, weil Zyra macht wieder genau das gleiche. Sie wird ein Zone extrem. Mhm. Weil die ist ja auch ein Anti-Zoner. Die packt ja ihre Pflanzen oder ihre Samen da rein. Ballert die Pflanzen drauf und das war's. Dann ist mein Gott, wir haben es ja doch noch aus dem Ladebalken geschafft. Der gibt's ja gar nicht. Was sagst du, wie findest du eigentlich den neuen Ladebildschirm? Irgendwie kacke, oder? Na, das so die Pinks. Also ich finde es jetzt nicht dramatisch. Nee, aber ich finde so, diese Prozentanzeige finde ich irgendwie, also man muss richtig suchen, wer noch lädt. Das finde ich ein bisschen kacke irgendwie. Ja, das stimmt. Weißt du, vorher war das ja so ein Balken, der immer voll ging, weißt du, und jetzt musst du halt richtig suchen, wer da halt noch am Laden ist. Das finde ich irgendwie scheiße. Ich mal gefällt mir irgendwie nicht so gut. Na, die Hauptgründe waren, das haben auch, glaube ich, viele, das habe ich auch beim letzten Mal so versucht, so ein bisschen zu erklären, dass Leute geflamed wurden wegen schlechten Pings. Ja, Pings natürlich, ja, klar. Sind natürlich ein Anzeichen für, hey, du disconnectest und hey, du bist scheiße. Das war bei Dota 1, das Warcraft-Gedöns noch.
war das noch heftiger. Also wenn dann ja, da war das sowieso so. Da gab es ja diese Bandes, ne? Da konntest du jeden anpingen. Und da hast du einfach sofort hier rausgekickt. Da wurden ja auch Leute nach Nationalitäten aussortiert. Genau, also Russen hat es ja, da ganz hart getroffen. Russen ging gar nicht. Also du hast immer, in jedem Game stand nur Russ. Ja. Und die wurden einfach gnadenlos rausgekickt. Also das fand ich auch schon ein bisschen. Aber ich meine, das war ja auch nicht ohne Grund. Ne? Die hatten meistens alle einen scheiß Ping. Ja, das war schon... Naja. Ich muss auch nicht unbedingt sehen, was für ein Ping die Gegner haben, aber... Nee, also Ladebalken finde ich schon echt man kann sich davon vor allem nur täuschen, wenn man irgendwie denkt, okay... Ich muss sagen, wenn ich einen asozialen Tag habe, dann denke ich mir, geil, der hat einen übelst hohen Ping. Yeah, vielleicht macht er dann Fehler und ich kann gewinnen. So weit treibt einen das Ranked quasi. Ja, aber so sollte das ja eigentlich nicht sein, aber... Und leider ist es, also ich sag mal so, mir kann jeder erzählen, was er will, ob freundlich oder nicht, aber ich meine, wenn jemand da ADC hat, jeder Mensch wird den töten. Nee. Ich hab's schon ganz oft gesehen, dass gefragt wurde und die nicht getötet wurden. Echt? Ja. Also ich hab das in der ganzen Zeit, wo ich Ranked gespielt habe, auch Season 1 schon, habe ich das noch nicht einmal gesehen. Ich meine, viele Leute können ja auch nicht schreiben, dass der DC hat. Wenn er jetzt alleine queued, guck mal, wenn er alleine queued und er hat einen DC, wie soll der Gegner das wissen? Das kann er ja gar nicht wissen. No. Okay, die Frage ist, ob ich das Ding jetzt schon ausschalte. Sehr gut. Achso, das war nur das Minutending. Fuck. Okay. Natürlich, boah, die Tri hat aber ordentlich wenig Life, ne? Also wenn wir die mit Level 2 einmal kriegen, dann platzt die aber auch weg wie nix. Hat nur 27 Rüstung. Also das kommt auch noch. Ist jetzt nicht super wenig, aber... Ja, wir müssen natürlich aufpassen vor der Eve, ne? Ja, ich versuche schon mit dem Wart so zu kuscheln. Du siehst alles. Aber man sieht die ja eh in Ward Range, also ist das jetzt nicht so tragisch. Man muss halt irgendwas für Richtung River machen, aber ich glaube, die wird sich ohne Red nicht trauen. Da fehlt dir ein bisschen die CC. Okay. Ihr Dings ist raus, ha? Na, schade. Die will halt diesen Busch. Die Alte. Ah, oh shit. Ah, ich flash lieber. Ist mir sicherer jetzt. Ich will nicht so viel AP verlieren. Hohoho. Eve, ey. Mensch. Das ist aber super. Eve-Bot ist natürlich für die anderen eine hervorragende Warnung. Oh, sehr gut. Das Ausweichen war super wichtig. Ja, sonst hätte ich wieder ordentlich kassiert. Wie bringt denn eigentlich so eine Pflanze? 5. Ach. Ja, okay. Dafür ist ganz einfach Ezreal so wichtig, Mann. Jeder wäre jetzt tot. Ich wäre auch schon, ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich muss Ezreal picken. Weil, wenn ich jetzt Twitch oder Varus gehabt hätte, wäre ich schon gestorben. 100 pro. Und das ist ja echt entspannt überlebt. Okay, Flash jetzt raus, aber ist jetzt auch nicht. Ja, ich habe noch alles, ne? Ja. Ich glaube, die Zyra kriegen wir jetzt. Oh mein Gott, ja. Das ist halt immer so ein bisschen, wenn du am Turm bist, dann... Man kriegst du die Last jetzt nicht wegen dem scheiß Turm. Ich würde es mal probieren gleich. Ach. Warte. War nicht mehr, hat nicht mehr viel gefehlt. Nein, sie holt es trotzdem. Oh, die holt sich auch den anderen noch, oder? Ah, die Eve ist natürlich schon sehr nervig, ne? Okay. Das sieht nach einem Disconnect aus. Naja, ich glaube, das war einfach nur dumm. Ich würde jetzt exhausten, damit die Flash raus hat. Ich würde nicht. Ne, ist okay. Ich habe kein. Kein Mana, kein nichts. Kein Mana, genau. Ich würde es mal nochmal probieren. Okay. Oh, okay. Schade. Ich gehoffe, dass jeder den Last Hit hier will, aber. Wir müssen aufpassen, Evelyn ist jetzt gleich wieder da. Ja, also. Sag mal so, wenn ich jetzt mal ein, zwei Items habe, dann kann die auch nicht einfach so auf die Lane kommen und mich kaputt machen, also. Okay, vielleicht ist draußen. Ich bin weg. Okay. Na, ich werde jetzt auch abhauen. Boah, was geht mit der Zyra ab? Die hält sie durch. Boah, die Eve oder halt. Ist sie hier? Nein. Yeah. Oh mein Gott, die ist hier. Oh mein Gott, die ist hier. Jesus! Oh, jetzt hätte ich hochgeworfen, okay. Schade eigentlich. Boah, die ist aber auch echt überall, ne? Oder die ist einfach nur Botlane, ich weiß es nicht. Ne, die war Mitte-Bot. Also Bot-Bot-Bot-Bot-Mitte. Mhm. Und oben sieht's auch ganz gut aus.
Morphite hat im Early übelste Probleme. Atox zersägt die gerade. Auch gut. Oh, meine Lunge. Ist einfach nur Schleim gefüllt. Okay, Zyra hat kein Pink Ward. Das heißt, Zoning, nope. Ja. Och, was? Ich hatte trotzdem mehr CS als ich, also. Aber der Atrox farmt aber gut, ne? 45 CS, 46 CS hat er schon. Also der kann da oben wohl gut farmen. Schon das zweite Mal, dass wir einen Atrox in unserem Team haben, ne? Hatten wir ja schon mal, ne? Da waren wir eigentlich nicht so begeistert erst am Anfang. Ich muss sagen, die Spieler werden robuster mit ihm. Ich habe jetzt schon mehrere echt. Also nicht talentierte gesehen, aber. Ich probier's mal. Okay, ich wurde festgehalten, das ist super. Ja, ich kann nichts machen. Das ist okay, sie ist halb tot. Ich schaff das locker. Scheiße, das war super dumm. Ja. Ich kann jetzt noch ein bisschen entgegenheilen. Ich hab keinen Flash mehr, ne? Ja, die müssen wir jetzt töten, aber ich glaube, sie hat noch Barrier. Ich hab noch alles. Barrier und Flash. Ich probier's mal, die Zyra fehlt gerade. Oh, ey. Ja, ist doch alles gut. Oh, so wird's knapp. So gut war's nicht. Nee. Ich hab auch gedacht, ich komme da irgendwie glämpflich davon. Au. Oh mein Gott. Tower Range! Yay! Yeah. Komm los! Ausrasten. Noch ein bisschen Mana. Oh, oh mein Gott, shit! Ja. Ich versuch dir noch zu töten, okay? Ja! Yes! Hat sich doch ein bisschen gelohnt. Auto-Attack nach dem Stun ist so imbar, Mann. Und das hat vor allen Dingen genug Geld für ein Ward-Item gebracht, was jetzt nicht super hilfreich ist, aber ein bisschen. Und Teleport raus. Weiter weg. Malphite-Bot. Oh, komm schon. Na, der wird jetzt die Top-Lane hart verlieren dadurch. Ja, der Teleport hat das auf jeden Fall nicht gelohnt, ne? Also war echt super gut, dass du den noch bekommen hast, ey. No. Hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte jetzt echt, der zieht dich weg. Bevor du. Ich hätte ja auch gedacht, der macht Ulti, weißt du, um die Zyra halt zu retten. Ich glaube, der hat das unterschätzt. Der hat das wirklich hart unterschätzt. Vielleicht hat er sogar gar keine gehabt. Wer weiß, was da oben abging. Doch mittlerweile immer kräftiger outfarmt. Hm. So, und ich habe jetzt Problem. Ah, nice. Ich habe natürlich nicht so viel CS, ey. Das ist 35 nach 8 Minuten, 9 Minuten ist jetzt nicht so die Wucht, ey. Der müsste eigentlich um einiges mehr haben. Ich habe in 10 Sekunden wieder Ulti. Ich habe jetzt auch eine Ulti, ne? Also. Ich verstehe sowieso nicht, warum du Level 6 vor mir warst. Das habe ich überhaupt nicht begriffen. Die Erfahrungsrunde diesmal. Ach, du hast Erfahrungsrunden, okay. Ach, scheiße, ich habe die Blindheitsrunde. Okay. Ich frage mich doch mal, was die Zyra-Spieler maximieren. Ob die dann sich wirklich eher auf das Festhalten konzentrieren? Nee, weil das hält länger fest. Oder auf den Q denn? Oh, shit. Okay, ich bin raus. Ha, was ist denn hier los? Boah, die Pflanzen, Mann. Leckt mich am Arsch. Machen die viel Schaden. Ich glaube, noch einen Engage und dann töten wir die. Ja, die Eve ist aber immer noch hier, ne? Du hast die schnell. Okay. Oh shit. Ist okay, du schaffst das. Nee, ich schaff das nicht. Scheiße. Oh. Okay. Mist. Alter Schwede, die macht ja richtig viel Schaden, ey. Leckt mich am Arsch. Das war natürlich nicht so cool. Hat sich natürlich nicht gelohnt, aber naja. Hat die hart gebaitet. Ich hätte nicht gedacht, dass die. Boah, Hate Spike. Ach gut, natürlich, die hat da schon nicht. Natürlich auch schon krasse Items. Die hat es auch gut gemacht, dass sie rechts war. Und der Pink Ward war völlig useless jetzt. Ich hätte gedacht, dass wir uns jetzt einfach nur schnell die Outzone damit und die töten und sowas. Naja. Das war jetzt nicht so. Der Atrox, was hat er? 1-1, okay. Ah, da kastet ihn dann auch schon 0-2, ne? Scheint auch nicht so super geil für ihn zu laufen, ne? Ja, die sind sich halt beide übelst ähnlich, aber Ari hat mehr Sustain. Ari hat halt doppelt so viel Farm, ne? Halt auch noch so ein Ding. Ash hat mich auch outfarmt, der ist irgendwie nicht so geil eigentlich. Ja, auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen mehr farmen. Ich glaube,
Atrox hat oben gerade einfach die Ulti angemacht. Oh, nice. Ich wollte schon sagen, ey. Ich habe schon gedacht, die kommt jetzt echt noch davon. Eve Mitte ist. Ich gehe mal ganz kurz zum River. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Arrow von Ashe aussieht, aber... Okay. The sun always rises. Oh nice, wenn die weiter rest, ist sie ein Burst-Opfer. Ja. Muss mir eigentlich jetzt mal bald Trainer holen, also sonst ist das zu lange, die fertig hab. Meinst du, es könnte Eve hier wieder sein? Ich weiß es nicht, echt nicht. Ich kann die Null einschätzen. Boah, ey. 5 Gold. Ja, ist aber besser als nix, ne? So gestinne. Nee, ich würde. Nee, komm, lass. Töten ist nice, aber. Ja. Wenn ich Eve sehe, dann sage ich dir Bescheid und dann. Ja, alles klar. Witzig. Mit der Q-Kombo kann ich natürlich auch die Pflanzen übelst schnell töten. Das heißt, ich kriege immer Gold. Okay. Okay, sie ist paranoid. Das könnte aber trotzdem... Ja, okay. Okay. Jetzt. Also ich glaube schon, dass das hier sehr nach Gank aussieht. Ja, das stinkt förmlich danach. Ja, da ist er. Oh ja, das perfekt, der hat es noch gelohnt, der Wart. Ja, yeah. Der hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Nice, hier, oh. Da müsste aber eine Zyra stehen, oder? Ah, schön, wenn der Wart die nicht sieht. Guck dir das What an. The fuck? Ja, das ist dieser Bug an den Kanten. Das ist übelst doof. Mist. Das ist aber auch an meinem Placement. Eve ist am Drag. Oh, Pappwart. Oh, Ash ist alleine. Guck mal unten. Ash. Ich probiere mit der Ulti zu engagen, anders geht's nicht. Oh, okay. Ulti sogar noch alles raus. Raus, Flash raus, Barrier raus. Und mit der tötet sogar noch. Ich weiß jetzt nicht, ob Barrier. Machst du das Ward kaputt, dann ja. Push ich ein bisschen. Genau, das war mein Plan. Oh, die Evelyn, Hate Spikes. Oh, krass. Aber ich glaube, sie schafft's nicht. Ist halt echt übel. Oh, sehr schön. Silence einfach übelst tödlich. Extrem tödlich, Silence. Krasser Dinge. Ach man, der hat ihn jetzt vertrieben. Oder es war eh gewartet. Ich glaube, er hat ihn vertrieben. Holy shit, Alter. Alter Schwede, Mann, was ich mir für einen Schaden gemacht habe, hast du das gesehen, ey? Du hast nicht genug Mana für die Ulti gehabt, hätte jetzt jeder getötet. Nee. Mal kaputt machen, die Lane? Ja, würde ich schon sagen. Ja, lass mal weg. Ja, nicht dort. Da ist gewartet, da ist gepinkt wartet. Ach ja, stimmt. 11-8 steht's. Ich habe wieder ein bisschen aufgeholt gegen die Ashe. Geht jetzt eigentlich einigermaßen, ist aber immer noch nicht ideal, aber naja. Du hast eine Frage? Nee. Alles gut. Ich baue jetzt das Ward-Item noch nicht aus. Weil wir Evelyn als Gegner haben. Es lohnt sich einfach nicht. Da ist Aegide Russian viel cooler. Ich habe alles bereit und wir töten jetzt Ashe sofort. Ulti, also. Wir können gleich direkt auf die Ashe eigentlich mal volle Wucht reinbratzen. Ne? Bin aber noch nicht da, ne? Also ich brauche. Ja, ich warte. Ich habe jetzt auch Cooldowns für Q-Spam hier ohne Ende. Oh, was? Ja, schade. Schade. Oh, ja, nerv nicht. Scheiß Pflanze, echt. Warte mal, ich muss da ganz kurz pink warten, weil hier oben ist ein Wart. Ja, mach das. Sie hat auch keinen dabei. Oh, es ist so göttlich. Ich liebe es und Supporter, die nicht dabei haben. Okay, ich renn durch. Oh, das ist gut.
Oh! Ah, es tut mir leid. Ja, schade. Ja, kannst du was machen, ne? Ich hab Cooldowns. Eve ist tot. Ich hab noch Flash. Okay, los, 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 wir dürfen nicht. Nee, pass auf, dass du nicht tankst. Ah, ich kill die. Muss aufpassen, dass ich mich hier nicht getroffen werde. Nö. Ja, ja. Oh. Oh. Perfekt Deutsch. Alles klar, sehr schön. Ja, war natürlich nicht so cool, dass du jetzt beide Kills gekriegt hast, aber ich meine, Hauptsache, wir haben die gekillt, die Affen. Jupp, naja, das Ash war halt unsichtbar und die hat dir wieder den Arrow ins Gesicht geknallt. Ja, ich weiß, das war halt ein bisschen kacke. Hört ihr den immer noch? Nice. Aber. Ich sag ja, je mehr ich fresse, desto schneller ist Egide da. Ja. Das Bild wird ja, dunkel. Läuft doch ganz gut. Die Top-Lane der Aatrox, der scheint da auch mit 3-1, also scheint da auch schon ganz schön steil zu gehen. Beide Türme oben weggepusht. Also ist eigentlich schon ganz cool. Bin jetzt Level 10 gleich. Würde noch den Levelaufstieg warten. 3 Sekunden Ulti. Minions machen keinen Damage. Wir erzählen da übrigens schon wieder was von wegen, der Ton ist ein bisschen verzogen. Okay. Mal keine Ahnung, woran das liegt. Ist komisch, ja. Merkwürdig, echt. Ich muss mal ganz kurz den Wort ausschalten. Kann aber sein, dass es ein Bait ist. Ich bin mal ganz kurz zur Mitte. Oh, ey, oh. Oh, der Overkill. Ich glaube, ich kann nicht mal schlecht, wenn wir da hingehen. Nee, das schaffen wir nicht. Das ist okay. Das ist useless. Kasselin kommt eh weg. Okay. Die hat jetzt Red Pot gesoffen. Okay. Vor uns schon. Merkwürdig. Es kann sein, dass die volle Wucht runterkommen und auf uns engagen. Ja, nee, lass mal lieber. Ja, ja, Malphite ist da. Ja, Malphite ist da. Double Buff. Ich glaube, Eve hat auch Double Buff, oder? Nee. Ist die Eve noch hier irgendwo? Mhm, die ist oben. Ach, die ist oben. Okay. Ja. Was ist mit dir los, ey? Stay at the Vanguard. Ich push schon immer die Lane hier, damit wir mal einen Drake machen können. Na ja, los. Können schon mal anfangen. Ich warte noch ein bisschen. Nicht allzu sehr überrascht werden. Ash. Riecht was. War aber ganz schön. Knapper Smite, ey. Man hätte auch eigentlich mit dem Auto-Attack killen können. Ja, vielleicht auch irgendeine Ulti oder sowas gewartet und hätte dann reagiert. Ja, gerade weil die Ash-Ulti hätte den Drake, glaube ich, dann bekommen, ne? Okay. Du schaffst das noch, ne? Ich glaube nicht. Och, Eve, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Holy shit. Nein, Mann, ich muss engagen, verdammt. Oh, nice, stark gemacht. Hui. Knapp. Töte die noch. Q, Q, Q. Yeah. Oh, kein Assist. Aber gut gemacht. Scheiße, ey, ich hätte engagen müssen am Tower. Das war übelst dumm von mir. Ja, war sehr knapp. Ich hätte die getötet. Also mich wenigstens beteiligt. Aber wieder knapp, ey. Wie aggressiv die sind, ey. Das ist übel. Wir müssen trotzdem aufpassen. Malphite ist ja nicht so abhängig von Items. Ja, crusht halt dann volle Wucht oder wird auf dich so gut wie es geht gehen. Wobei du und Kasadin seid ja dann sofort weg. Ja, das war schon ganz gut. Boah, wow, knapp wie sonst halt echt. Na, das war gut, die sind auf dich gegangen nochmal. Ja, ja. Das hat mir noch ein bisschen
länger, mich ein bisschen länger leben lassen. 5 Sekunden Ulti. Oh, wir können die... Oh Gott, wie viel Damage du machst. Der Tower ist auch nicht mehr der Beste. Ha! Okay. Echt töten. Ich glaube, Jarvan wird niemanden mehr sehen. Ach Mensch. Nee, geht zurück. Naja. Oh, die Ulti. Die gedodged dort und ist scheiße. Eve. Nee, hier die andere, die. Komische. Ach du Scheiße. Oh, hä? Ich hab's nicht abgefangen. Ja, nee, hab ich mich auch gewundert. Also, ich hab den Arrow voll ins Gesicht bekommen. Hab mich auch ein bisschen sehr gewundert. Also, ich dachte, oh, du hast den abgefangen, den Arrow. Boah, die kommen halt lowlife raus, ey, what the fuck. Ja, Jarvan hat seine Ulti. Hätte sie klein machen müssen. Oh Gott, hier ist noch ein Stein. Kassadin, helf mir. Okay. Nee, hier bin ich keine Hilfe mehr. Ey, holy shit. Wie schnell die ist. Oh, kriegt die dich noch? Nee, oder? Müsste sein. Oh, der hat da schon oben wieder ordentlich gedrückt, der Aatrox. Ah, schon 213 CS, ist natürlich nicht schlecht. Boah, die chase sich echt bis zum Tode. Krass. Versuchen noch zu kommen, aber. Nee, da kann man nicht helfen, sorry. Oh, die ist hätte. Ich bin ja auch durchgerannt, so halbwegs, aber. Speed Boost. Egal, Aegidus ist fertig. Jetzt kann ich nicht mehr sterben. Hm. Oh, nee. Aatrox, nicht. Boah. Heißt die von da, ne? So. Oh Gott, wie viel Geld ich schon für Pink Quartz ausgegeben habe, ist ja der Hammer, ey. Wieso? Das war einfach teuer bis jetzt. Zwar einige Male doch gerettet, aber. Ach, der Fight hier war komplett. Brauche ich gar nicht gehen, ey. Was mach ich denn da? Ist das obwohl der gerade Death pushen will, ne? Ich schmeiß da einfach gleich eine Ulti rum. Ja, wir sollten eigentlich schon mal hier irgendwie ein Teamfight machen. Nope. Noch ein bisschen pink warten und dann ja. Können wir gerne kämpfen. Melfight ist nicht da, aber der teleportet zur Not. Ich glaube, der hat Bot geportet. Okay, ja gut, dann können wir hier eigentlich direkt mal pushen. Haha, Focus for the win. Oh, Vorsicht. Ich kann da wieder rein in einer Sekunde. Ich hab Exhaust auf drauf. Oh Gott, ich glaube, das war super dumb. Ja, das war nicht so klug, mein Gott. Kommst du da noch weg? Nee, ne? Ich glaube, ich habe die Pflanze gestunt. Was macht ihr denn da? Nicht so aggressiv, bitte. Eigentlich lieber gerne den Turm ziehen, ne? Morfeld hat sich zu Fuß geportet. Aller Voraussicht nach. Ja. Ja, ich habe jetzt auch mein Core-Bild so komplett fertig. Eigentlich. Ich habe jetzt den Handschuh auch. Geht's ab. So. Bollwerk. Bald bist du nicht mehr bei uns. Trotzdem brauche ich dich. Wir haben echt zweimal Bollwerk im Team, ne? Fällt mir auch immer auf. Egal. Ja. Ich finde es halt auch. Also, falls einer von uns drauf geht, ich bin jetzt wahrscheinlich etwas weniger stabil als Jarvan. Ja. Und die Fläche ist auch größer. Falls Jarvan engaged, kann ich bei dir bleiben. Und du hast den Buff immer noch. Also die Range ist zwar 1000 oder sowas von dem Ding. Aber. Ja, man hätte jetzt auch Locket gehen können. Steht aber eigentlich auch ein Jungler nicht besser, aber auch sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, was die machen, weil. Oh Gott, ja, ich kann nicht. Ich kann sich nicht schützen. Ja, die Ash ist auch echt doof, also. Oh fuck. Ja, das schaffst du, das ist die. Aufpassen, Maufeld. K.
könnte jetzt volle Wucht auf dich drauf springen. Okay. Bam. So, mal so, als war das ein absichtlicher Bait von mir. Ja. Das ist gut gemacht. Okay. Ah, sehr schön. Ah, das Game sieht auch ganz gut aus. Hallo, Flanche! Ja, der ist wieder mal zum zweiten Mal auf der Botlane gehabt, ne? Und irgendwie, man sieht halt auch schon, warum der Champion nicht mehr so oft gespielt wird. Also, Positioning ist dann halt echt so richtig der Tod, ne? Ich kann halt mit Ezreal noch gut rausporten. Hast ja gesehen, auch gegen die Eve am Anfang, ne? Das war natürlich echt wichtig, da, dass ich dann Escape Spell hatte. Na, gegen die Composition an sich war es halt nicht so clever. Ne. Weil. Aber. Wie gesagt, die Leute überlegen manchmal nicht, was die picken wollen. Ich spiele ja im Ranked auch nicht das, was ich spiele, worauf ich unbedingt so hundertprozentig Bock habe. Sondern das, was halt mir ja schon irgendwie die Lane sicher macht. Homs. Ups. Oh, okay, der Tower hat eine neue Range bekommen. Ich versuche dich so ein bisschen zu verteidigen, aber. Ich glaube, ich muss das noch nicht mehr. Oh, ich habe Tower Aggro, ne? Super. Wollen die da echt diven? Ich weiß nicht, ich habe meine Ulti jetzt versaut. Oh mein Gott. Ach, scheiße. Das erschreckt einen, ne? Ja, ganz schön krass. Da kommt ja einfach mal der dicke Fels da angerannt, ey. Heilige Scheiße. Triple kill! Na gut, jetzt wird Morphite auf jeden Fall ein bisschen effektiver sein. Er war nicht clever. Also, ey, selbst. Aber. Passiert. Ich hab gerade noch so gegen Tyra überlebt, also sie hat eindeutig nicht ihr Kyo gemaximiert. Das hat jetzt irgendwie 5 Schaden bei mir gemacht. Und ich hatte 6 HP. Hm. Aber Flash sinnlos raus. Also für mich. Oh Gott, ich hatte nicht mal Red Buff holen. Jetzt der erste Red Buff hier noch 13 Minuten. Das ist sowieso nicht so gut. Ja. Oh Gott, Face Check. Oh, heilige Scheiße. Nein, heilige Ulti. Scheiße. Nein, lass mich in Ruhe. Ich bin Leona, ich bin unsterblich. Oh shit. Ja, ich muss vielleicht wieder weg. Wollen wir da nicht? Ich bin zu weich. Ich hab irgendwie Angst, dass da die Evelyn nochmal kommt. Es war gut, dass wir den, dass sie noch nicht unsichtbar war in dem Moment. Der Rapper von den Gegnern vielleicht ab. Was machen die da? Die machen. Naja, Tox heilt sich da eh hoch. Versucht dazu zu kommen, es dauert aber noch ein bisschen. Jetzt bloß nicht Face Mite, ne? Sehr gutes Mite, Peric. Ja, ich bin das Mite King. Einfach Auto-Attack. Wahrscheinlich war es sogar dein. My Smite don't work, naja. Na, du machst ja auch 20% mehr Schaden, ne? Das muss man auch bedenken. Das ist ja best smite EU. Warum gehen wir eigentlich alle auf den Nether? Weil ich die Ona bin. Oh, guck mal bitte, er hat nur 5 HP! Hab dich. Sehr gut. Och, Morphite hat dann noch 2 HP nach meiner Ulti. Ist gestorben. Da irgendjemand irgendeinen Damage auf ihn gehabt. Irgendeinen sinnvollen Pock. Ja, das wird's gewesen sein jetzt hier. Ach, der Malphite ist. Ach, stimmt ja, der ist abgehauen. Ja, das ist ärgerlich, wenn man als Tank so schnell stirbt. Ja, aber das heißt schnell, ne? Wir haben halt auch Baron Buffs und gefeedet, ne? Das ist halt schon. Ja, war ein schönes Game wieder mal. Puh. So. Punkte Roulette. Ja, wie viel kriege ich? Gerade habe ich 16 bekommen. Jetzt ich tippe, ich kriege jetzt 10 oder so. 18, jawohl.
9 Punkte fehlen mir noch, dann bin ich in der Promotion. Ja, ich habe wieder 8. Ah, das ist natürlich scheiße, ne? 8 ist natürlich nicht so. Acht nicht ist, so die Wucht. 8 ist echt keine Wucht, definitiv nicht. Aber ist okay. Perik, ich bedanke mich bei dir. Ja, ist doch kein Problem. Das ist einfach eine. Geht's ja hier auch mit, ist ja nicht so, dass ich alles alleine machen würde. Nee, das stimmt. Aber trotzdem ist es. Also, man merkt halt, Duo-Kyo kann echt wichtig sein. Oder ja, ist ganz selber echt wichtig. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Ich meine, wir mussten jetzt schon, wenn unsere anderen Mates jetzt kacke gewesen wären, wäre das auch scheiße gewesen, ne? Aber wenn die jetzt auch einigermaßen gut spielen und wir halt unsere Botlane gewinnen, dann ist das schon wichtig. So, okay. Ich mache wieder ein ganz kurzes Break. Ich mache dann nochmal das Licht an. Ich glaube, ich kann jetzt sogar jetzt hier Bluescreen-Effekt machen. So dunkel ist das hier mittlerweile. Also Blackscreen quasi. Was machen wir da heute? Danach würde ich eigentlich, das ist so ein bisschen Tradition, noch ein Abo-Game machen. Willst du da mitmachen? Da würde ich dich einfach mit reinballern. Ja, kannst du.